Der Hackabschauer Fantalk nach der Partie gegen Zwickau. Danke erstmal, Marco Hiller, dass du gekommen bist. Das ist nach einer Niederlage nicht immer so selbstverständlich, wie wenn man gewonnen hat. Erste Halbzeit, wer das Spiel gesehen hat, es war einfach kein Durchkommen. Ihr hattet unzählige Chancen. Hatte euch Michael Kölner vor der Partie gesagt, dass es so schwer wird gegen Zwickau? Ja, ich denke, das war jedem klar, dass Zwickau sich von Anfang an hinten reinstellen wird und auf Konter lauert. In der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, ob die überhaupt mal einen Ball hatten. Die haben sich schon sehr gut gemacht in der ersten Halbzeit. Haben leider dann das überflüssige Tor nicht gemacht und dann ist es halt im Fußball. Es ist vor der Partie, wir sind Favorit, wir wollen unbedingt den Dreier anstreben. Dann kam die zweite Halbzeit, ich gehe mal davon aus, ihr habt euch eine Menge vorgenommen gehabt dann und habt da auch wahrscheinlich entsprechend in der Kabine drüber gesprochen, aber in der zweiten Hälfte haben wir ideenlose Löwen gesehen. Ja, also erste Hälfte, wir müssen ein Tor schießen, so sind wir dann auch in die Halbzeit gegangen, dass wir hier einfach so weiterspielen müssen und dann wird das auch klappen, aber ja, man hat es gesehen, zweite Hälfte war dann die Luft raus. Noch ein Wort zu dir, Marco. Fantastische zwei Halbzeiten in Magdeburg unter der Woche genommen. Du hast wahrscheinlich auch heute dir mehr vorgenommen gehabt für das Spiel, oder? Ja klar, wir wollten auf jeden Fall zu Null spielen und wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, glaube ich, hätte auch keiner hier gedacht, dass wir nicht zu Null spielen. Kommen wir einmal gefährlich vors Tor und machen auch noch den Abstauber rein. Das ist natürlich ärgerlich. Jetzt haben wir sowas Ähnliches am letzten Wochenende. Da hat er schon einen leichten Durchhänger hier beim Heimspiel schon gesehen. Dann habt ihr sofort geantwortet, habt die Punkte aus Magdeburg dann mitgebracht, sofort mit dem Sieg geantwortet. Darf der Löwenfan darauf hoffen, dass Ähnliches jetzt passiert dann beim Auswärtsspiel in Lübeck? Ja, auf jeden Fall. Also das muss unser Anspruch sein, das ist unser Anspruch und ich denke, da können die Fans sich auch wieder auf den Dreier freuen. Es war eine große Chance, trotzdem ist, glaube ich, der Löwenfan zufrieden. Wir sind Dritter. Danke dir. Gerne. Marco Hiller beim Hackabschauer Fantalk. Die nächsten gibt es nach dem Heimspiel gegen Rostock hier an gleicher Stelle. Ciao.